Hallo Leute, hier ist eure Chaos Lady Kiran. Ja, wie ihr seht, mit einem neuen Projekt. Tja, es heißt Tanks und es wurde von Dorina. Ja, erstellt. Ich habe jetzt keine Lust, dieses restlichen Namen noch auszusprechen, weil erstens, ihr seht's ja. Und ich habe eine Mail bekommen, kurzen Schnitt. Ciao. So, da bin ich wieder. Ja, ja, eBay lässt grüßen. Immer wieder diese Störereien. Okay, gut. Dann einklicken. Okay, fangen wir an. Los geht's. So, ich bin dann mal... Oh, Entschuldigung für der falsche Text. So, ich gehe dann mal. Mom, Dad. Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich euch vermisse. Nur noch Opa lebt im Westen, im Soma-Schrein. Er sagt immer, ich soll ihn besuchen. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wer will schon alte Männer besuchen? Oh, tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich versuche doch immer nett zu allen zu sein. Und unsere wichtigste Regel einzuhalten. Bedanke dich gut bei jedem, der dir etwas Gutes tut. Beinahe hätte ich es einmal nicht geschafft, weil eine Freundin von mir umgezogen ist. Ich wollte sie noch erwischen, aber da war ihre Familie und sie schon in der Kutsche. Ich musste ihr den ganzen Weg von hier bis zu ihrem neuen Zuhause hinterherlaufen. Nur um Danke zu sagen. Das war nicht witzig. Hey, wer hat mich da ausgelacht? Ihr seid alle so gemein. Ich tu doch nur mein Bestes. Und immer bin ich die, die von allen erpresst wird. Ja, da war doch etwas, was ich euch noch erzählen wollte. Etwas, das mein ganzes Leben verändert hat. Nämlich... Was war das? Dieses Geräusch kam doch von der Richtung, wo mein Haus liegt. Da kommen Einbrecher aus meinem Haus. Ah, dann gehört dir dieses Haus, in dem es nur wertlosen Plunder zu holen gibt. Lass mich korrigieren. Sogar. Lass sie uns umbringen, Chef. Bitte, bitte. Ach, bitte. Eine ausgezeichnete Idee. Wie spreche ich dem? Ihr werdet alle sterben. Mist! Was? Wer ist jetzt Moos? Chef! Der auch. Und um dich kümmere ich mich später. Zuvor ergreife ich noch diesen feigen Kameraden Was? Zuvor verfolge ich mal diesen feigen Kameradenbescheißer. Netter Typ. Der hat ihn mir zermatscht. Was für eine Szene. Ich wurde ausgeraubt und beinahe ermordet. Doch er hat mich gerettet und gesagt, er kümmert sich später um mich. Mein Gott, ist die naiv. Wie nett von diesen Fremden. Mist! In der Aufregung habe ich vergessen, mich bei ihm zu bedanken. Ich sollte später unbedingt zu Opa gehen, um wieder einmal einen seiner weisen Ratschläge zu holen. Er wohnt ja nicht weit weg von der Stadt. Aber zuerst einmal will ich schauen, was diese Typen alles gestohlen haben. Dieser Fremde hat sie so zermatscht, dass nur noch ein Häufchen von ihm übrig ist. Sondern das Diebesgut ist völlig verschwunden. Irgendwie tun sie mir jetzt leid. Vielleicht waren diese Kerle ja arm und haben nur gestohlen, um ein bisschen Geld fürs Essen zu bekommen. Naja, egal. Wie naiv. Okay. Wie ich sehe, kriegen wir hier keine XPs.
was ich sehr komisch finde. Fähigkeiten, gucken wir mal, was wir für Fähigkeiten haben. Nichts. Ausrüstung? Boah, normale Kleidung und ein Hut. Schick. Und keine MTs. Gut, gucken wir mal ins Haus. Vielleicht ist hier was Besonderes drin. Naja, es scheint nicht Entschuldigung. Es scheint ja nichts Großartiges zu fehlen. Wenigstens haben sie mir meine Link-Puppe nicht gestohlen. Wer würde die auch schon stehlen? An Büchern scheinen sie auch nicht interessiert zu sein. Hier fehlt nur eine alte Uhr. Die hat eh nicht mehr funktioniert. Ich habe ja nichts wirklich Wertvolles gehabt. Hier gibt es nichts Besonderes mehr. Also kann ich genauso gut gleich gehen. Meine Schulfreunde werden im Putt sein. Die werden nicht glauben, was mir passiert ist. Auf zum Putt! Und dann zur Oper. Anmerkung der Redaktion. Fragen Sie sich nicht... Kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder. Okay, Anmerkung der Redaktion. Fragen Sie sich nicht auch, warum Asami diesen Vorfall so leicht hinnimmt? Ist Ihnen etwas unklar an der ganzen Sache? Was hat es mit den mysteriösen Fremden auf sich? Denken Sie, es steckt noch mehr dahinter? Ja? Na, dann könnten wir Ihnen auch nicht weiterhelfen. Spielen Sie das Spiel zu Ende, dann haben Sie die Antworten auf Ihre Fragen. Ja. Nett. Okay. Gut. Ja, also ich muss ehrlich sagen, Ihre Wohnung sieht sehr unordentlich aus. Wie kann man nur Bücher einfach so auf dem Boden liegen lassen? Die gehören in ein Bücherregal. Sortiert. Entschuldigung. Wenn es was mit dem Bücher geht, dann... Oh, dann werde ich unausstehlich. Kann die auch irgendwas mitnehmen? Sag mal, wie alt ist die? Ist doch mindestens erst 6 oder 7. Und die hat ein großes Bett. Ey, guck mal, die kann sich drin verstecken. Yeah. Okay. Gut. Ja. Und jetzt war die Tür. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. In den Putt. Putt, oder wie das, was weiß ich, wie das heißt. Haus. Kann ich da rein? Verschlossen. War klar. Ach nee, von da kamen wir ja. Ist ja gleich in der Nähe. Oh, ich will was kaufen. Hab ich Geld? Nein. Warum auch? Wo kann ich eigentlich speichern? Ich will speichern jetzt. Ich will erst speichern. Ich darf nicht speichern. Okay. Vielleicht sollte ich erst in die Bar gehen, bevor ich die Stadt verlasse. Ey, der Typ da dreht durch. Cool, der dreht ab. So. Wow, Cosplayerin. Musik! Ramma! Guck mal, das Ramma. Ey, das ist wirklich Ramma. Jetzt unser Lied hören. Gerne. Sein wie du. Okay. Was haben wir hier? Farid. Willst du Männer sind Schweine? Ja! Das wollen wir. Ey, das ist eine coole Idee mit der Mucke. Nicht schlecht. Ey, guck mal, wie Herr Zaute mir guckt. Geil. Und wenn wir hier stehen? Sakura. Willst du unser Lied hören? Warum nicht? Ah, Butterfly. Gut. Lass mal das mal jetzt an. Ich bin ein Fan von You und Sakura. Das ist die Gruppe Butterfly. Ich liebe Sack auf Mama. Ich mag Kono Tiger aber gern. Heaven Moon.
Teragar. Teranahima. Final Fantasy 6. Second of Evermoon ist toll. Legend of Zelda. Ja, die sind wirklich alle super. Oh Gott, hier geht's da rein. Ich weiß nicht mehr. Was ist denn das? Das wollen tun. Ich hatte doch einen irgendeinen Auftrag. Wie heißen nochmal die grünen Menschen aus dem All? Ich weiß jetzt nicht, ob man mich jetzt gerade verstanden hat. Gut. Dann laber ich mir diesen tanzenden Typen hier an. Was? Disco Stud? Mag Disco-Musik. Disco Stud? Der Name kommt mir bekannt vor. Vielleicht aus dem Fernsehen? Aber hatte der Disco Stud nicht blonde oder hellbraune Haare? Disco-Stud ist Disco-Stud, yeah! Okay, ich glaube, ich labe die Kindchen hier mal ein. Hallihallo, Asani. Mal wieder deine toten Eltern besucht? ja. Was ich euch erzählen wollte... Ach, halt die Klappe, bring mir ein Bier. Die hat ja sehr nette Freunde. Dann noch? Zisch ab, Masami. Was willst du? Ich wollte mir... Ist schon gut. Oder wundert die sich auch noch, warum sie keiner leiden kann? Okay, das waren schon mal nicht ihre Freunde. Vielleicht die Nonne? Danke, schreit Gott fürs Bier. Besoffene Nonne. Auch nicht schlecht. Und du? Du kommst mir verdächtig vor. Sie gucken auch nicht gerade unschuldig aus. Sieht man das? Ja. Was haben sie ausgefressen? Verdächtig, verdächtig. Hä? Krasse Leute. Ein Dritter. Männer sind Schweine. Das ist das Beste, das ich kenne. Geschmackssache. Diese Aussage von einem Mann. Gut. Da sag ich jetzt nichts zu mehr. Hey, du! Siehst du die Leute dort drüben auf der Bühne? Ich sehe zwar viele Leute, aber keine Bühne. Dort drüben! Das soll eine Bühne sein. Naja. Aber was ich sagen wollte, die veranstalten dort eine Show. Es sind drei Gruppen, dreimal in Heim, mit ihren Lied Ja, Papa? Die Ärzte mit ihrem Lied Männer sind Schweine. Und die Gruppe Butterfly mit ihrem Lied Little Samurai. Du kannst sie bitten, ihr Lied vorzuspielen. Natürlich kostenlos. Oh, und du wirst dir so lange anhören, wie du willst. Werde ich machen. Krasse Bar. Wir gehen lieber. So, darf ich jetzt raus? So zufälligerweise. Ich will nicht speichern, meine Zeit wird knapp. Ich darf raus. Yeah. Okay. Gut, ich kann hier speichern, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Cut. Und ja, wir sehen uns ein anderes Mal wieder bei Thanks. Bis dann. Man hört sich. Bye.